Kanalisation von Erasia. Eine stinkende Brühe ergießt sich aus der Kanalisation von Erasia. Man munkelt, dass sich dort drin irgendwo die Diebesgilde befindet. Okay. Jo, definitiv Diebe. Sehr schwache Diebe. Also eigentlich genau die gleichen Diebe, die wir auch draußen gefunden haben. So. Gibt Gold. Also nicht, dass wir es momentan wirklich nötig hätten, aber es gibt Gold. Da könnten wir doch bestimmt hochspringen, oder? Warte mal. Nee, können wir nicht. Zing, 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 zing. Vielleicht sollte ich den Quickspell von Talana mal ganz kurz ändern. Das ist doch ein wenig Overkill. So. Dann hättest du jetzt auch gerne wieder einen Quickspell. Und zwar verletzen. Gut. Und du auch. Alles klar. So. Also ziemliche einfache Was zur Hölle? Brüche. Was macht die Kanalisation gleich einen Ticken interessanter? Springen wir darüber. Oh, ouch. Daneben gesprungen. Okay. Wir sind irgendwo. Genau, wenn wir jetzt hier zurückgehen und nach rechts. Und gleich wieder rechts. Hier. Diese Wand hat uns da hoch teleportiert. Okay. Die kann man nicht anklicken. Nochmal. Die kann man anklicken. Weil darüber springen könnten wir nicht. Hallo, Jungs. So, was haben wir hier? Drei Türen, die man nicht benutzen kann. Das ist eine sehr komische Ecke hier. Bist du wieder ein Teleporter? Nein. Wo wollt ihr hin? Komm, stirb. Au, hey. Ja, okay. Wenn hier eine Diebesgilde ist, dann kann man auch irgendwie Fallen erwarten. Hm? Du heil mal bitte ihn. Du heil mal bitte sie. Ich habe das Gefühl, wir gehen gerade zurück. Das scheint ein Ausgang zu sein. Lachhaft. Oh, wir verprügeln die Ratten. Okay. Ihr solltet euch lieber mit den Ratten zusammentun. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Eine Kiste. Aber ich denke, sie wird nicht sehr stark sein. Oh. Ja. Mein Fehler. Weil die ganze Umgebung hier halt nicht ganz so schwer ist. Ich denke mal, die Kisten werden sich da der Umgebung anpassen. Es wäre ein wenig unfair, wenn in einer Anfängergegend Kisten wären, die einen Instant umbringen. Sollte ja wahrscheinlich nicht mitrechnen. So, du kommst mit. Das sieht wichtig aus. Und da ist wieder so eine Teleportertür. Warte mal, das ist Karte. Also wenn ich... Hier müssen wir wahrscheinlich hin. Da war diese wichtig aussehende Tür. Das heißt, da ist eine Verbindung. Oder hier auf der Karte halt. Dann dahin und dann dahin. Also von dem Raum nach unten rechts. Na gut, gucken wir mal. Also zurück in den Raum. Oh. Das ist die Verbindung. Nee, okay, ich habe mich in der Ebene getäuscht. Das heißt, wir müssen hier durch. Das heißt, in diesem großen Kreuzraum einfach nach unten durch, also nach Süden. Gut. Jo. Ups. Du heilen. Zurück zum Kreuzraum. Müsste hier gewesen sein. Ja, ist aber ein bisschen zu weit unten. Oh, Gold. Wie
Kommen wir da jetzt wieder hoch. Das hier nordöstlich von uns sieht aus wie eine Treppe nach oben. Gucken wir mal dahin. Da ist auch noch so eine Tür oder Ausgang. Du fährst bestimmt raus, oder? Ja. Alles ziemlich verschachtelt. Schon wieder so eine komische Sackgasse. Mit Türen oben, wo man nicht hochspringen kann. Und das Licht ist aus. So. Also ja, gibt nur einen Weg, soweit ich das sehe. Hier jetzt rum. Gleich rechts rum. Und dann kommen wir oben rechts in diesem Raum raus mit den vielen Ausgängen. Genau hier. Und da müssen wir jetzt einfach nur nach Süden laufen, ohne von irgendwelchen Fallen getroffen zu werden. Was, wenn ich hinbekomme? So, und hier müssen wir einfach nur nach Süden laufen. Können wir das wirklich brauchen? Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Jo, das war jetzt nicht so schwer. Hoffentlich ist es kein Ausgang. Doch, ist es. Ja. So viel dazu. Dann ging es jetzt noch unten links weiter. Hier. Nochmal heilen bitte. Nicht dich, dich. So. Du heilen sie. Okay, schon besser. Du siehst wie ein Schlitz aus, wo Feuerbälle rauskommen. Kommen nur keine Feuerbälle raus. Können wir dich benutzen? Hier ist nichts. Das sieht nicht wie nichts aus. Also ich denke, wir müssen darüber. Aber vorher irgendwas drücken. Oh, sehr stylisch. Okay. Kommen wir jetzt raus? Weg, 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 weg. Ah, bei diesem Sprungdingens da hinten. Genau. Da sind wir von da nach da nach da gesprungen. Ist hier irgendwo ein Schalter? Ja, drei Schalter. Okay. Gucken wir mal, was der linke macht. Was? Dinger bewegen sich, okay. Wir müssen das irgendwie hier hinbekommen. Mittlerer? Bewegt das dahin. Er stöhnt die ganze Zeit. Also von da kann ich nach da springen. Ich müsste den Block mal nach hier bekommen. Der dritte? Ja. Okay, wir müssen zu der Tür. Von da nach da, von da nach da. Und dann darüber. Können wir hier springen? Jo. Und hüpf. Und hüpf. Und hüpf. Sauber. Ja, ich wusste doch, dass der Zauber praktisch ist. Zing, zing. Ja, bringt die Ratten um. Ist okay. Oh, Tränke. Blau. Blau kriegst mal du. Und Gelb kriegt er. Violett war Reaktion, ne? Das kriegt mal sie. Rot kriegt immer er, damit er irgendwann diese Herausforderung schafft. Orange bekommt sie. Grün bekommt auch, ja. Brief von Mr. Stanley. Okay. Mein lieber Herr Malvik, schon seit einiger Zeit habe ich nichts mehr von euch gehört. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Sie sollten regelmäßig Nachrichten an uns senden, sodass wir über den Verlauf eurer Rekrutierungsbemühungen Bescheid wissen. Es ist wichtig, dass ihr die richtigen Leute auswählt. Man muss Markham richtig zu behandeln wissen. Und dann wird Harmondale uns gehören. Das klingt nicht gut. Wenn ihr dies erst vollbracht habt, bin ich sicher, dass wir gewisse Dinge arrangieren können, um euch nach Hause zu bringen. Und dass damit eure Schuld abgeleistet sein wird. Niles.
Okay, das klingt nicht sehr gut für uns irgendwie. Können wir das wirklich brauchen? Nö. Dich können wir brauchen. Und dich können wir brauchen. Ups. Ups. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Jo, brauchen wir. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Und diese einfachen Schriftrollen nehme ich nicht mit, weil das quasi Stufe 1 Zauber sind. Die sind nicht so interessant für uns. Heilen. Und Prinz der Diebe. Ich bin Bill Lasker und ich bin der Prinz der Diebe. Bill macht eine umschweifende Geste mit seinem Arm und deutet auf die gesamte Kanalisation. Sehr schön. Ich bin der unangefochtene Herrscher über alles, was ihr hier seht. Und alles, was in meinem Königreich vorfällt, kommt mir auch zu Ohren. Ich stehe euch zu Diensten. Meisterdieb? Das Gesetz entscheidet vielleicht, wer schuldig ist und wer nicht. Aber ich entscheide immer noch, wer sich einen Dieb nennen darf und wer bloß ein Verbrecher ist. Bringt mir die wunderschöne Vase, die ich auf dem Balkon von Lord Markhams Villa gesehen habe, und ich mache euch zum Meisterdieb. Also eigentlich tun wir ja ungern Unrechtes, aber Lord Markham hat das einfach verdient. Die Vase stehlen wir. Und hier könnten wir noch recht viele diebesartige Fähigkeiten erhöhen, nur leider haben wir keinen Dieb. Oder irgendwas ähnliches. Also verabschieden wir uns. Suchen den nächstbesten Ausgang, der hier hinter sein müsste. Nein. Boah, ist das verwirrend hier. Oh, genau. Müssen uns merken, wo das jetzt gerade war. Das war bei dem Raum mit den drei Türen weiter im Norden. Okay. Und jetzt suchen wir den nächstbesten Ausgang und dann machen. Ah, du. Ja, wir sind schon. Garstiges Ding. Du bist Herrscher über alles, was hier unten vorgeht. War es auch dein Plan, dass wir auf dem Rückweg einen Hintern geballert bekommen? Komischer Prinz der Diebe. Na gut, hier ist ein Ausgang. So, wir sind jetzt im Meer. Sehr schön. Ah, da ist der Hafen, okay. Also wir haben jetzt noch einen Auftrag. Wir laufen mal ganz kurz zur Taverne und schlafen ordentlich. Und dann müssen wir uns entscheiden, was wir als nächstes machen. Also Bracada-Wüste bietet sich an. Diese eine Gruft zu suchen. Aber auch, um Meister zu werden in Meditation. Das sollten wir wirklich lernen, bevor wir irgendetwas Schwierigeres angehen. Wie den Drachen zum Beispiel. Alternativ könnten wir nach Tatalia und die Vase stehlen. Aber die Wachen bei dem Lord Markham sahen schon ziemlich zäh aus. Wie sieht's im Inventar aus? Dezent vollgemüllt. Aber es geht noch. Wir verkaufen erstmal. Dann stellen wir noch die Pferdehändler und dann gucken wir weiter. Kurz zu den Kinkerlitzchen, die waren hier vorne. Und dann zu den Waffenhändlern und Rüstungshändlern da. Alchemist, nein. Kinkerlitzchen, ja. Kann ich euch helfen? Weg. Prächtiger Umhang der Feuerresistenz. Plus 3. Die plus 3 sind jetzt nicht so toll, aber der Umhang an sich ist schon mal schick mit dem plus 9. Der ist gekauft. Feuerring, Charme. Gürtel der Einsicht, Monsterkunde plus 4. Bewahrung, Steinhaut, Wasser atmen, Irrsinn heilen, nö. Nö. Aber den können wir umtauschen. Boah, das sieht doch gleich richtig dekadent aus. Ein Goldumhang. Okay. Oh, wir könnten mit dem Erzen uns auch was holen. Ich glaube, ich riskiere mal Rüstung herzustellen. Vielleicht kriegen wir eine bessere Plattenrüstung. Rüstung. Leder. Leder aber anders. Nochmal Leder. 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 Kein Platz mehr. Ganz. Eine Kette. Kein Platz. Noch mehr Leder und vorbei. Können wir das wirklich brauchen? Weg. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Weg. Oh, plus 16. Trägersresistenz gegen Gift. Ich glaube, die 5 Intellekt können wir uns langsam sparen. Das sieht doch schick aus. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Das ist auch 16 jetzt.
Dafür habe ich keinen Platz. Kein Platz mehr. Ja, ja. Ich habe keinen Platz. Habe ich verstanden. Das wird ein stinknormaler sein. Können wir das wirklich brauchen? Können wir das wirklich brauchen? So. Also, zwei neue Rüstung für unsere Damen. Was schon mal ganz schick ist, dass sie nicht so schnell sterben. Rest kommt weg. Guten Tag. Darf ich helfen? Verkaufen. Weg, 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 weg. Danke. So. Guten Tag. Das kommt erstmal zu ihr, das kommt zu ihr, das kommt alles weg. Das kommt auch noch weg. Das kommt auch noch weg. So. Danke. Wir haben schon wieder 50.000. Wir haben zu viel Gold. Aber nee, das bringen wir jetzt nicht zur Bank. Denn wir werden doch nach Bracara gehen. Und ich will nicht wissen, wie teuer der Meistertitel in Meditation wird. Das wäre jetzt ärgerlich, wenn wir das ganze Gold zur Bank bringen, nur um herauszufinden, dass das dann 10.000 kostet und wir dann in Bracara die Bank suchen müssen. Weil Bracara war doch ein wenig verwirrend mit den ganzen Teleportern und so. Wir schleppen wieder das Gold hier mit uns rum. Aber gut, jetzt wird erstmal abgespeichert und dann sehen wir uns gleich wieder auf dem Weg nach Bracara. Bis denn.